Unser heutiger Studiogast stammt aus dem Land der Götter, ist 22 Jahre jung und führt ein interessantes Doppelleben. Ich begrüße ganz herzlich beim Elbkick TV Talk Ioannis Iosifidis vom SV Wilhelmsburg. Ioannis, herzlich willkommen bei Elbkick TV. Schön, dass du da bist. Du sitzt ganz entspannt auf unserem Sofa hier. Mhm. Bist gar nicht aufgeregt? Nee, eigentlich nicht. Du kannst mich auch Janni nennen. Das ist eigentlich so der Name, den man mir mal gegeben hat. Oder beziehungsweise das ist mein Spitzname, unter dem mich eigentlich jeder kennt. Okay, also ich glaube, bei dem Namen, für mich ist es ziemlich einfach. Aber viele fragen, glaube ich, nochmal nach. Wo kommt der Name her? Stammt aus dem Griechischen, also auch wie ich. Also ich bin nicht Deutscher und habe einen griechischen Namen bekommen. Also ich bin schon Grieche und ja. Das will man ja heutzutage nicht offen sagen. Es ist ein bisschen schwierig, gerade mit der Schuldenkrise in Griechenland. Kriegst du da den einen oder anderen Spruch im Freundeskreis reingedrückt? Ja, also mittlerweile geht es ja wieder. Jetzt hat sich das Ganze ein bisschen beruhigt, aber eine Zeit lang war es echt schlimm. Aber da muss man halt schlagfertig sein und ich glaube, das bin ich und da habe ich kein Problem mit. Also ich drücke dann auch gerne meinen Spruch zurück. Okay, und vielleicht gibt es auch einige Vorteile. Die ein oder andere Rechnung wird bezahlt, weil man ja als Grieche kein Geld hat mittlerweile. Also gut, man muss das positiv sehen, ne? Nee, so weit ist es zum Glück noch nicht gekommen. Also ich konnte bisher immer meine Getränke selber bezahlen. Okay. Aber wenn es irgendwann so weit kommt, dann frage ich auf jeden Fall die Leute, die mich gehänselt haben. Du bist in dieser Saison von Blau-Weiß Ellers zum SV Wilhelmsburg gewechselt. Mich würde interessieren, was so deine Beweggründe waren. Warum wechselt man als Vollblut-Grieche nach Wilhelmsburg? Ja, also wir haben eigentlich eine durchwachsene, beschlechte Saison gespielt letztes Jahr bei Ellers. Wir waren eine gute Truppe meiner Meinung nach, von der Qualität her eher sogar in den oberen drei von den Spielern her. Es hat einfach irgendwie nicht geklappt oder das Zusammenspiel hat nicht funktioniert. Wir waren jedes Spiel aufs Neue motiviert und wollten kämpfen und das haben wir getan. Aber es hat am Ende nicht gereicht und ja, weiß nicht, Kreisklasse war dann im Endeffekt so für mich, okay, könnte man eventuell machen. Dadurch, dass wir aber viele Abgänge hatten, war es dann wiederum schwierig da zu bleiben für mich, weil man war so eine zusammengewachsene Truppe, das sind auch persönlich gute Freunde von mir teilweise. Und ja, dann hat sich das erst neu ergeben, dass Blau-Weiß Ellers 2 gegründet wird, wo die meisten dann auch geblieben sind. Aber da hatte ich schon in Wilhelmsburg den Handschlag gegeben. Und wie ist das so jetzt, wo du da bist in Wilhelmsburg? Fühlst du dich da wohl? Was habt ihr für eine Truppe? Erzähl mal, wie seid ihr so drauf? Also wir sind eine relativ junge Truppe, bunt gemischt, von jeder Nationalität ist ein bisschen was dabei, denke ich mal. Ich bin da gut aufgenommen worden, also ich bin auch noch ein junger Spund, denke ich mal, 22 Jahre alt, aber ich gehöre da schon zu der etwas älteren Riege vielleicht, weil die meisten sind so zwischen 18 und 22 halt. Aber ja, wir sind ein bunter Haufen, wir versuchen erfolgreich Fußball zu spielen und bisher ist uns das echt gut gelungen. Wilhelmsburg ist auch gut in die Saison gestartet. Am Anfang habt ihr, glaube ich, 3 Siege, 3 Unentschieden, nicht verloren. Jetzt leider am Wochenende zum ersten Mal verloren gegen Kosovo. Ihr versucht auf jeden Fall weiterzumachen, hast du mir im Vorfeld erzählt. Was ist so euer Ziel in dieser Saison? Ja, also Ziele sind immer schwer auszulegen. Also ich bin der Meinung, dass wir oben dran bleiben werden. Wir haben die Qualität dazu. Der Konkurrenzkampf innerhalb der Mannschaft ist groß. Jeder ist heiß. Jeder hat auch den Anspruch, an sich selber zu spielen. Ja, das mit Kosovo, das hat mich relativ geärgert. Wir haben ja im Harburg-Pokal 3-0 gegen die gewonnen in 60 Minuten. Daran wollten wir eigentlich heute anknüpfen oder beziehungsweise bei dem Spiel. Hat leider nicht geklappt. Die waren uns dann in der zweiten Halbzeit leider überlegen, waren eiskalt vorm Tor und so ist es dann mit einer 3-0-Niederlage zu Hause am Vogelhüttendeich leider geblieben. Aber ich denke mal, wir werden oben dran bleiben und in der Rückrunde werden sich die Starken schon noch wundern. Das ist doch mal eine Ansage hier von Ioannis Iosifidis vom SV Wilhelmsburg. Als Fußballer muss man natürlich auch Niederlagen einstecken. Richtig. Und ja, immer aufstehen und weitermachen. Kannst du über dich ein bisschen was erzählen? Unsere Zuschauer sind interessiert. Also du spielst im Sturm. Welche Qualitäten hast du noch? Ja, Qualitäten. Also ich bin eigentlich so, ich bin ein sehr, sehr großer Teamplayer, also ich habe immer großes Herz für meine Mannschaft oder ich helfe immer gerne, wenn es auch mal das Leibchen waschen ist, also da habe ich wenig Schmerzen mit. Ja, sonst Großartiges wüsste ich eigentlich nicht. Früher war ich mal sehr, sehr kopfballstark, irgendwie hat das ein bisschen abgenommen, muss ich mal wieder dran arbeiten, aber ich bemühe mich. Okay, auf jeden Fall ein Teamplayer hier bei mir auf der Couch. So vorbildmäßig hast du da jemanden, den du so anhimmelst oder? Anhimmeln, niemanden. Also es gibt Spieler, wo man einfach bewundern muss.
so ein Messi ist ja schon genial stark, aber das ist einfach, der ist nicht in meiner Größe, weil ich glaube, ich bin zwei Köpfe größer als er, aber er spielt schon Hammerfußball, kann man nichts gegen sagen. Okay, wir haben jetzt viel Messi, auf jeden Fall dein Idol, aber ich glaube, viele Fußballer haben Messi, diesen Weltfußballer natürlich, ja, himmeln ihn an, sag ich mal. Und wir haben jetzt vieles fußballerisch über dich gehört. Du hast natürlich auch ein Privatleben. Was machst du da? Ich bin Azubi bei der Deutschen Krankenversicherung zum Kaufmann für Versicherung und Finanzen, zweites Lehrjahr. Ende nächsten Jahres bin ich durch und ja, das ist ein Außendienstjob, knallhart. Da geht es einfach nur darum, wie kriegt man die Kunden überzeugt. Da muss man so eine smarte Art haben, kommunikative Ader. Und ich denke, das ist das, was ich immer am besten konnte. Quatschen kann ich leider gut. Ob das Vorteile hat, weiß man nicht, aber ich gebe mein Bestes. Auf jeden Fall, also ich kriege das hier gut mit. Quatschen kannst du, überzeugen kannst du auch. Kommunikation ist eine Stärke. Was sind so die, was würdest du sagen, Top 3 der Überzeugungsstrategien, die du mittlerweile so als auch als Azubi vielleicht mitnimmst? Ja, also ich höre eigentlich relativ oft, dass ich ein sehr, sehr charmanter Verkäufer bin. Nicht nur von Frauen, komischerweise, aber das ist mal beiseite gestellt. Ja, also ich kann, es ist wahrscheinlich schwierig für manche Leute mit 22, einem reiferen Menschen was überzeugend rüberzubringen, was er nicht anfassen kann. Also da geht es ja auch schon um finanzielle Dinge und ja, also dadurch, dass ich halt früher mal einen anderen Job gemacht habe, würde ich halt mal sagen, dass meine kommunikative Art mir da weiterhelfen kann und ich überzeugend irgendwas präsentieren kann. Okay, du überzeugst im Privatleben in deinem Job auf dem Fußballplatz als Grieche, als Vollblutgrieche, wie ich das ja schon einige Male hier über dich gehört habe, feiert man natürlich auch gerne. Wie ist das so? Kippst du dir ab und zu am Wochenende den ein oder anderen Uso hinter die Binde? Jetzt wollen wir ein bisschen hier ins Nähkissen, ins Detail gehen. Also wer mich kennt, der weiß eigentlich, dass ich nicht so der Trinker bin. Die Zeiten sind, glaube ich, vorbei. Ich konzentriere mich auf meinen Job. Fußball, klar, das ist mir natürlich auch wichtig, aber ich finde, Alkohol sollte nicht im Vordergrund stehen. Feiern gerne, aber ich bin gerne lieber der Taxifahrer, der dann alle heil nach Hause bringt, um dann auch wieder heil nach Hause zu kommen und angewiesen sein auf Leute, das ist nicht so mein Ding. Da steige ich lieber in mein Auto und fahre nach Hause. Okay, Janni vom SV Wilhelmsburg feiert gerne, das braucht man auch, denn du hast mir erzählt, du hast auch ein zweites Standbein. Dich kann man auch hinter der einen oder anderen Bar Hamburg sehen. Ja, theoretisch könnte man das. Also ich war knapp 3 Jahre lang Barkeeper und ja, das ist so ein Hobby, würde ich sagen, mittlerweile noch. Also ich habe so die ein oder andere Spirituose noch zu Hause, wo man mal ein bisschen was mixen kann, aber ja. Gelegentlich, wenn man mich fragt, jetzt halt aus dem Bekanntenkreis, mache ich das auch gerne mal so für einen Apfel und ein Ei hinter der Bar stehen, weil das bringt mir einfach Spaß. Das ist, wie gesagt, halt ein gutes Hobby von mir. Aber sehr gut, wir haben dich jetzt mal hier auf der Couch. Sag mir doch mal, was so dein liebster Cocktail ist. Also kannst du mal die Rezeptur nennen. Mein liebster Cocktail. Ja, das ist ein alkoholfreier Cocktail. Der nennt sich Indian Summer. Da ist so ein Vanillesirup drin, der besteht aus Sahne, Maracuja-Saft und Ananas. Halt das Vanillearoma, das schmeckt dann so ein bisschen wie das Solero-Eis. Oder nee, Kuyamara-Split, so heißt das Eis. Okay, es klingt auf jeden Fall sehr schmackhaft, sehr lecker. Wir werden es versuchen hier nachzumixen, hier bei uns bei LPTV ist alkoholfrei, für einen Sportler optimal. Mhm. Als Barkeeper ist es ja natürlich auch so, dass man viel mit Frauen in Kontakt ist. Mhm. Barkeeper kommen natürlich auch gut bei Frauen an. Wie ist das bei dir da so? Also bis jetzt hat sich noch keine beschwert, also aber... Okay, aber der Gentleman schweigt und genießt. So, bist du vergeben? Ich bin nicht vergeben, nein. Okay, also für alles noch offen. Also wer dich sehen möchte, kann dich hinter der einen oder anderen Bar, willst du deinen Namen nennen, wo dich die Damen sehen können hier in Hamburg? Also auf Anhieb fällt mir jetzt keiner an. Das letzte Mal habe ich gearbeitet, halt letzte Woche Samstag auf der griechischen Party im One for One, dem ehemaligen Club Zero. Ich denke, da kommt die eine oder andere griechische Party nochmal zum Vorschein und eventuell wird man mich da antreffen. Okay, Partys, Frauen, Fußball, interessant. Apropos Frauen, Frauen und Fußball, das passt eigentlich auch sehr gut zusammen. Wir haben momentan eine Aktion laufen, also die ganz fleißigen Zuschauer haben das auf jeden Fall schon mal gesehen. ElbKickTV sucht zum ersten Mal die Miss ElbKickTV
2012. Und ja, da könnt ihr als Fußballerin, Spielerfrauen oder spielerinteressierte Damen Fotos hier an uns schicken an, kleinen Moment, ich guck mal hier kurz nach, an gewinnspiel@elkick.tv. Und ja, auch irgendwelche Herren, deren Freundinnen vielleicht sehr gut aussehen und ein Foto parat haben, schickt das alles hier zu uns. Und es lohnt sich, also mitmachen lohnt sich. Man kann einen Satz Trikots gewinnen von unserem Partner Do You Football. Was sagst du zu der Aktion? Hast du eine Dame parat, die es zum Miss Elkick TV schaffen könnte? Nur eine? Nein, also Spaß beiseite. Ich wüsste jetzt keine. An meiner Seite ist ja, weiß nicht, sagt man leider? Nö, eigentlich nicht. Ich habe keine Frau an meiner Seite. Ich wüsste jetzt nicht, wie man vorschlagen kann. Aber vielleicht findet sich noch gibt's eine oder andere vom Kollegen. Natürlich kannst du ja mal weitergeben an deinen Teamkollegen. Das mache ich. Na, und dann könnt ihr auf jeden Fall hier schöne Trikots gewinnen. Jani, vielen, vielen Dank, dass du hier warst bei Elkick TV. Es hat super viel Spaß gemacht mit dir. Natürlich gehst auch du nicht mit leeren Händen nach Hause. Jeder unserer Gäste bekommt ein Geschenk. Das Elkick TV Mauspad. Das kannst du mit nach Hause nehmen. Dankeschön. Und ja, dann denke ich mal, beim Surfen klickst du im Bereich Fußball nur die richtigen Seiten an, wenn du das hier neben dir hast. Das mache ich. Schön, dass du auf jeden Fall hier warst. Vielen, vielen Dank. Ich wünsche dir alles, alles Gute. Danke und danke für die Einladung. Das war Ioannis Iosifidis vom SV Wilhelmsburg. Der Mann mit dem Doppelleben, der unter der Woche Azubi ist und am Wochenende hinter der Bar die Frauenherzen höher schlagen lässt. Ich hoffe, ihr seid auch nächste Woche wieder dabei. Tschüss und auf Wiedersehen.